This is gonna stop happening to me. I'm paying that brute $150 an hour to fuck my wife in my own bed? Hey, you! Stop it! What's up, man? You're out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You win? So, hallo liebe Freunde und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Ja, der Franklin düst ja auf seinem Motorrad los. Wir düsen in eine neue Folge, Freunde. Und zwar gucken wir mal schnell in die Karte rein. Ich bremse mal hier ganz kurz. So, zack. Mal gucken, was wir heute machen. Ach ja, wir wollten ja zu Michael fahren, ne? Hier unten haben wir noch Franklin. Okay. Also Michael ist jetzt näher dran, deswegen fahr ich jetzt mal zu Michael. Fahren wir mal zu Michael nach Hause, komm. So, und zwar hier noch ganz schnell Dingens, Musik aus. Und schon kann's losgehen. So. Wenn es jetzt ein paar Störungen im Video gibt, das liegt daran, dass ich gerade ein Video Alter. Das liegt daran, dass ich gerade hier noch GTA hochlade. Ja, ich lade gerade noch GTA hoch, ich spiele gerade GTA. Nein, es ist die 7. Folge, das müsste jetzt die 8. Folge sein. Sieht man, hat man schon gesehen, es hat geleckt. So, ich hoffe, das bereitet auch keine weiteren Schwierigkeiten. Glaube ich zumindest mal. Dann kann ich ja mal zwischendurch mal reingucken. Es würde jetzt nicht die ganze Zeit dauern, denke ich mal. Hoffe ich mal. So, und schon sind wir da bei Michael. In seiner protzischen Villa. So, fahren wir mal bis ganz hoch. Ach nee, doch nicht. Huch. Okay. Ist da gerade jemand aus dem Fenster gefallen? So, steig in den Pickup. Ach du Scheiße, folge den Tennislehrer. Der hat mit unserer Frau geschlagen. Ich glaube es nicht. Na, den werden wir mal Einhalt gebeten. Eieiei. So ein Arsch, das kann doch nicht sein. Da kriegt jetzt mal volle Ladung auf die Fresse. So, wenn wir mal hier nicht verfahren würden. So, der Pickup ist aber auch scheiße zu fahren, ne? Der fährt übelst langsam. Da oben ist er. Alter, den mach ich den Kopf kürzer, wenn ich den kriege. Scheiße. Na komm, ab mit dir nach oben. Ach, Alter. Und die Frau klatscht einfach hinter die Türe zu, als wäre nichts gewesen. Ja. Mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt hier. Hat er einfach mit unserer Frau geschlagen. Also das hatten wir schon am Anfang angesehen, ne? Fahrzeug. Kaelin Ron. Das hat man schon am Anfang gesehen, ne? Wisst ihr noch die Mission mit hier Franklin, wo man durchs Haus schleichen müsste? Da haben wir den Tennislehrer auch mit der flirten sehen. Also das hat man klar gesehen, dass sie hier so gemacht haben, geflirtet. So, ach du Scheiße. Das ist ein Spasti. So, da steht sein Wagen. Alter, ey. Komm da runter, du. Kleiner, schmieriger. So, hier müssen wir anhalten. Was we really trying to pull that dude house off the fucking hill?
Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's an expensive bitch-ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. So, da steigen wir mal wieder in den Pickup an. Alter, müssen wir jetzt... Alter, ist das jetzt, was ich glaube? Alter, beschleunige. Alter. Alter, wie krass. Hör auf. Alter. Na komm. Alter, du Drecksack. Ey, jetzt aber... Ha! Jawohl, komm noch einmal. Los, du elender Kleiner. Los geht's. Na komm. Ja, Mann. Oh, Alter. Alter. Also das kostet ganz schön, das wieder aufzubauen. Ja. Er wollte ja anschauen. So, na, das geschieht ihnen recht, würde ich mal sagen. Alter, da haben wir einfach den sein Haus hier weggerissen. Ist ja krass. Naja. So, kehre zu Michaels Haus zurück. Oh Gott, was wird jetzt passieren mit der Frau? Wer ruft da an? Hey, let's go. Let's leave them behind. Alter, was? Ne. Ne. Alter, jetzt verfolgen uns solche... Alter, was? Alter, was da vorne explodiert, habt ihr das gerade gesehen? Ja. Du, Alter, jetzt kommt genau so ein Auto hier lang. Scheiße, ich glaube, das ist gar nicht der richtige Weg hier, was wir gerade machen. Fuck. Scheiße. Fuck, da hab ich mich aber gerade selber nicht gesehen. So, und wir sollten auf Franklin schalten. Nein! Alter! Nein! Hä? Ich kann nicht auf Franklin schalten. Ich weiß zumindest jetzt nicht, wie das gehen soll. Scheiße. Huah! Ihr kleinen Bastards, Alter. Ach, der schießt, okay. Ja, ich muss ja auf den schalten, aber ich weiß gerade nicht wie. Ah, okay, die sind mal los. Boah, Alter, ey. Ach, scheiße, jetzt hab ich... Na, fuck. Wollte ich gar nicht, aber aus Versehen Menschen getötet. Aus Versehen umgefahren, naja, das passiert. Also bitte nicht im wahren Leben nachmachen, was ich hier mache, das ist nur Spaß. Also das war jetzt auch kein Spaß, aber naja, ihr wisst ja, was ich meine. So, jetzt geht's aber zu Michael nach Hause und jetzt gibt's was hinter die Ohren. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommen wird. Machen die jetzt Schluss oder bei Nacht der Bettszene, also naja. Ich weiß ja nicht. Würdest du deiner Frau noch eine Chance geben, wäre sie mit einem anderen Typen? Kannst ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Wie würdest du reagieren in so einer Situation? So. Einmal bitte hier hoch noch. Und da sind wir auch schon da. Hoffentlich die hat sie abgehauen, die Alte. So, jetzt aber Klatsche. You know
So. Ist die weggefahren? Ist die weggefahren? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Frank. License. No. Franklin. Maybe hell, Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of the background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. Did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. Alter, so ein Pisser. Clearly. Well. Natalia will need a hotel, but you finance the rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Come on, man. Alter, hat die mich gerade angerotzt? Alter, die hat mich gerade. Alter, die hat mich gerade voll geäumelt. So, what name? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Oh, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, Noah. Bestanden. Silber haben wir bekommen, okay. Was war das denn, Alter? Die hat uns voll geäumelt. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch die eine von den Tennislehrern, ne? Alter, Miststück. Wo ist die Frau jetzt, da ist die Frage. Hello. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, so, wir müssen zu Lester fahren. Das werde ich auch jetzt noch machen in der Folge. Sind erst 13 Minuten gespielt, da können wir noch ein bisschen was machen. So, da vorne würde ich nicht ein Auto holen. Ich hole mal eins von der Straße, da vorne steht eins. So. Und dann fahren wir mal zu Lester. Das müsste eigentlich das L auf der Karte sein, wartet mal. So, Karte. Wo ist der Lester? Lester, Lester. Der war grün eingezeichnet. Lester? Also irgendwo. Ach so, guck mal, wer anruft.
Doc. Hey. Michael, I'm looking through my appointment book, and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. So, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Monster Stand abgeschlossen. Wollte ich jetzt gar nicht, aber naja, haben wir jetzt gemacht. So, Lester ist da oben in der Karte. Warum wurden da hier nicht in der Karte angezeigt? Fremde und Freaks. Also ganz merkwürdig. Na gut, wir fahren mal hin. Wir versuchen mal hinzukommen. Zum Lester. Schwester. So. Schauen wir mal. Dann müsste er hier oben irgendwo sein. So. Schauen wir mal. So, da irgendwo. Irgendwo da hinten. Das Scheiße, dass sie das nicht eingezeichnet haben in der Karte. Ich weiß auch nicht, wie man das sehen kann dann. Ah, scheiße, ich fahre in die falsche Richtung jetzt. Alter, die Straße hier ist holprig. So, dann mal hier lang. Ich hoffe, ich finde den Weg. So, 16 Minuten, naja. Okay, der kann eben ein bisschen länger gehen. Also, das macht er jetzt nicht den Braten fett, denke ich mal. So, da lang, genau. Da müssen wir dann da reinfahren, okay. Da müsste ja dann irgendwo dort wohnen. Ah, guck mal, Lester, da ist er doch. Okay, dann haben wir das auch. Genau, einmal hier hochfahren. Huch. Hallo? Hallo? Geht ja? Hallo? Das leckt gerade irgendwie. Läuft das im Video? Ich weiß nicht. Hallo, leckt. Ich stehe irgendwo. Ich. Kurde? Hallo? Wartet mal. Hä? Was ist los? GTA, Hilfe! Warum hängt denn das gerade? Geht das jetzt wieder? Nö. Geht nicht. Naja gut, da bin ich jetzt mal erstmal die Aufnahme und wir sind's das nächste Mal, wenn es hoffentlich weitergeht. Bis dahin. Auf Wiedersehen und Tschüssi, Koski.